Hallo, ich bin Maxi Schwarz von WohnungJetzt.de. In diesem Video rechne ich eine Mietrendite aus. Los geht's! In meinem fiktiven Beispiel kaufe ich eine Wohnung mit einem Preis von 100.000 Euro. Auf den Kaufpreis muss ich die Nebenerwerbskosten berechnen. Sie setzen sich zusammen aus der Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchamtgebühren sowie einer Maklerprovision. Bei der Grunderwerbsteuer ist es abhängig, in welchem Bundesland ich erwerbe. In Baden-Württemberg beträgt die Grunderwerbsteuer beispielsweise 5%, in Bayern und in Sachsen liegt sie bei nur 3,5% und in anderen Bundesländern haben wir schon 6,5%. Meine Wohnung liegt in Baden-Württemberg, deswegen 5%. Ich rechne also mit einer Grunderwerbsteuer von 5.000 Euro. Die Notar- und Grundbuchamtgebühren sind bundesweit einheitlich geregelt, aber abhängig vom Volumen des Kaufvertrages können auch die unterschiedlich ausfallen. Die Bandbreite liegt hier bei etwa 1,7 bis 2,2%. Je nachdem, ob zwei Notare am Vertrag beteiligt sind, dann wird es teurer. Wenn ich mit Eigenkapital kaufe, ist es auch günstiger, als wenn ich mit Fremdkapital erwerbe und zusätzlich eine Grundschuld bestellen muss. In meinem Beispiel nehme ich einen Mittelwert. Ich rechne mit 2%. Das macht dann 2.000 Euro. Auch die Maklerhonorare sind je nach Bundesland unterschiedlich hoch. Sie liegen bei 3% bis 6% plus Mehrwertsteuer. Ich habe hier mit einer Maklerprovision von 3% gerechnet, macht brutto 3,57% und ergibt auf meinen Kaufpreis gerechnet 3.570 Euro. Jetzt habe ich alle Anschaffungskosten zusammen und kann meinen Anschaffungspreis ausrechnen. In der Addition ergibt sich ein Anschaffungspreis von 110.570 Euro. Schauen wir auf die Bewirtschaftungsseite. Mich interessieren die Mieteinnahmen und welche Kosten ich von den Mieteinnahmen in Abzug bringen muss. Bei den Mieteinnahmen interessiert mich die Kaltmiete. Die monatliche Kaltmiete beträgt in meinem Beispiel 300 Euro, macht aufs Jahr gerechnet eine jährliche Kaltmiete von 3.600 Euro. Die nicht umlagefähigen Betriebskosten muss ich davon in Abzug bringen. Das sind in der Regel Verwaltergebühren und andere Kosten, die ich nicht auf den Mieter umlegen darf. Ich habe jetzt hier gerechnet mit monatlich 20 Euro brutto für den Verwalter, macht aufs Jahr gerechnet 240 Euro. Auch für die Instandhaltung muss ich als Eigentümer aufkommen. In einer Eigentümergemeinschaft, wenn ich eine Wohnung beispielsweise in einer Wohnanlage gekauft habe, bin ich verpflichtet, Rücklagen zu bilden. Diese Rücklagen dienen dann dazu, das sogenannte Gemeinschaftseigentum instand zu halten. Theoretisch müsste ich zusätzlich noch einen Posten für solche Kosten rechnen, die Reparaturen in der Wohnung betreffen, die ich auch nicht auf den Mieter umlegen kann. Das lasse ich jetzt aber aus Vereinfachungsgründen weg. Ich rechne für die monatliche Instandhaltung 30 Euro, macht aufs Jahr gerechnet 360 Euro. In Summe komme ich auf einen Mietertrag, indem ich die zwei Positionen abziehe, von dann 3.000 Euro jährlich. Jetzt habe ich alle Positionen zusammen und kann meine Mietrendite ausrechnen. In vielen Exposés wird die Mietrendite brutto ausgewiesen. Dabei wird gerechnet Jahresmiete im Verhältnis zum Kaufpreis. Es wird also gerechnet 3.600 Euro geteilt durch 1% vom Kaufpreis. Das ergibt dann eine Bruttorendite von 3,6%. Mich als Anleger, als Immobilienkäufer interessiert aber die Nettorendite, denn ich möchte ja alle Kostenpositionen in meiner Rechnung abgebildet wissen. Für meine Nettorendite
rechne ich demzufolge Mietertrag im Verhältnis zum Anschaffungspreis. Ich rechne 3.000 Euro geteilt durch 1% vom Anschaffungspreis, geteilt also durch 1.105,70 Euro, und das ergibt eine Nettorendite von 2,71%. So, zwei Aspekte bei der Mietrendite sind mir wichtig. Erster Aspekt, das hier ist eine statische Betrachtung. Ich kann auch sagen, das ist eine Zeitpunktbetrachtung. Ich kaufe aber als Anleger eine Immobilie wahrscheinlich auf einen langfristigen Anlagehorizont hin, denn ich möchte ja mit diesem Investment entweder Vermögensaufbau betreiben oder vielleicht mein Alter absichern. In dem Zusammenhang wird sich die Mietrendite zwangsläufig verändern. Zweiter Aspekt. Die Mietrendite ist auch ein Ausdruck, wie jede andere Rendite auch, für ein Risiko. Viele Anleger gehen her und schauen fast nur auf die Mietrendite. Und sie sagen sich, je höher die Mietrendite, desto besser das Angebot. Vorsicht! Vor diesem Trugschluss kann ich nur warnen. Denn was vergleichen wir denn? Unterschiedliche Mietrenditen sind auch ein Ausdruck für ein unterschiedliches Risiko. Ich habe ja bei Immobilien in der Regel unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Bausubstanzen und ich habe es in der Regel auch mit unterschiedlich zahlungskräftigen Mietern zu tun. All das sollte in eine Betrachtung, wenn es darum geht, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, ebenfalls mit einfließen. Deswegen ist die Mietrendite ein Indikator oder ein Aspekt, aber er sollte nach meinem Dafürhalten nicht einzig ausschlaggebend bei einer Kaufentscheidung sein. Ja, das war's von meiner Seite. Musterberechnung und ausführlicher Artikel zum Thema verlinkt am Ende dieses Videos in der Infobox. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Video. Auf Wiedersehen!